Kennt Jack Bauer nicht, Walter? 24, die alte Serie. Commander, ich ja, habe hier das Gerät gefunden, aber es scheint, als wäre es im Kampf beschädigt worden. Die okay. Energiewerte spielen verrückt. Uns bleibt wohl nicht viel Zeit, bevor es explodiert. Shen arbeitet an einer Möglichkeit zur Stabilisierung des Dings. Aber dafür Stinks. Kommt er nahe genug ran, um auf seinen Kern zugreifen zu können. Mhm. Bleiben Sie im Schatten, bis wir die Lage geklärt haben. Mhm. Das ist auch immer sowas. So rede ich auch immer. Technische Ausdrücke, Dings. So, ich sag mal, Tutorial ist jetzt vorbei, ne? Jetzt muss ich selber entscheiden, wo ich hin muss. Okay, ich verstehe. Wow, Verantwortung. Ich sollte im Schatten bleiben. Und was war das? Q und E kann ich drehen. Okay, gut. Hier brennt was. Mhm. So. Mausintensität geht ein bisschen. Alles ein bisschen sehr schnell. So, hier bin ich. Okay. Kann man die flankieren? Wir gehen mal. Gottes Willen. Entscheidungen treffen. Oh, oh. Ich hoffe, ihr habt alle viel Zeit mitgebracht. Geh mal dahin. Position bestätigt. Er kann ja nochmal sich bewegen. Geh da mal hin. Mach's mal Luki Luki. Okay, gut. Der Rest hinterher. Das Feld sollte ich nicht betreten, ne? Gehe ich mal von aus. Du gehst mal dahin. Los, los, los. Los, los, los. Ran. Frieda Bauer. Na. Hierhin würde ich ganz gerne. Und los jetzt. Speichert das Spiel automatisch? Ich hoffe ja. Ach, die ist. Bist du jetzt in Deckung, Mädel? Ich würde mit dir dann gerne. Ups. Da muss ich hin. Oder haben wir noch ein bisschen vor uns? Gehen wir erstmal dahin. Los jetzt. Oh, Zwischensequenz, cool. Die Alien aktiv. Ach, jetzt sind die Aliens dran. Okay. Stabilisiere, neutralisiere. Okay. Erstmal Cap A holen, richtig. Wandler überladen, Runde bis zur Zerstörung. Ach, das heißt, in 7 Runden muss ich das haben. Kannst du das hier hacken? Splittergranate, Tür öffnen und schließen. Tür öffnen. So, und was bringt das jetzt? Jetzt bin ich wieder überfordert, ne? Ah, was ist denn hier? Ah, okay. Die Maustaste. Mausrad. Und da oben hat man einen guten Überblick. Aber warum habe ich das jetzt geöffnet? Na dann. Gehen wir mal hoch. Geh da. Na, ich sehe schon, es wird nicht. Bestätigt. Rücke aus. Jetzt bist du jetzt ein Feld gegangen. Kann man rückgängig machen? Ich hätte da hochgemusst. Jetzt steht er hier blöd rum. Scheiße, verklickt. Ach, allerliebst, allerliebst. Also. Ich rücke aus. Gehst du da hoch? Ab und zu selber zu speichern. Ja, das merke ich auch. Ne, jetzt ist der hier hingegangen. Wie komme ich da jetzt hoch? Spiel speichern. Ich mach mal gerade Spiel speichern. So. Neu. Spielstand. Helric. 1. Ups. Da. 1-1. Wir machen sogar 1-0-1. So. Bestätigen. Zurück zum Spiel. Die Bild-Hoch-Taste. Ah, danke. Ich krieg hier Tipps. Das finde ich gut. Aus. Oh, habe ich jetzt. Ich habe jetzt Ende gedrückt. Oh. Mach mal Spiel laden. Laden. Dass man hier laden kann, finde ich gut.
Das heißt, im besten Fall sollte man am Anfang der Mission immer speichern, wa? So. Also. Ja, ich spiele ja nicht Iron Man. Ich muss das Spiel ja erstmal hier kennenlernen. Aber, wie gesagt, ich wundere mich immer noch, dass ich hier nicht hoch kann. Tempo. Und ich frage mich, warum ich das aufmachen sollte. Wenn ich da eh nicht rein kann. Bin gerade... Warte mal, du gehst mal dahin. Splittergranate, Tür öffnen, schließen, in Deckung gehen, Feuerschutz. Na toll. Schon unterwegs. Wahrscheinlich sollen wir da gar nicht hoch. Ja. Wie? Mal in den Einstellungen gucken. Das ist sowieso ein guter Hinweis. Danke, hätte ich eigentlich selber drauf kommen können. Also, Optionen. Ah, man kann den Schwierigkeitsgrad ändern. Ah, okay. Das finde ich auch gut. Beenden, Optionen ändern. Gucken wir mal. Audio, Video, Grafik, Spiel. Aktions, automatisches Speichern. Interface. Tastaturbelebung anzeigen. Was können wir denn alles machen? Also. Navigieren hoch. Ah, WASD. Wie geil ist das denn? Ah. Gut. Schnellspeichern ist M5 und Schnellladen ist F9. Cool. Push-to-Talk ist B. Menü-Shortcuts. Taktische Shortcuts. Avenger. Ah, das ist dann, wenn wir in unserer Bad-Höhle sind. Okay, abbrechen. WASD. Ich glaube, das ist das, was ich erstmal so brauche. B. Ach nee, dann bewege ich mich ja nur so über die Karte. Aber immerhin, gut. Wahrscheinlich wieder nicht so viel nachdenken, verstanden. Ne? Bewege mich zum Ziel. So, mal eins. Gehst du nochmal nach vorne. Ich weiß nicht, ich will hier irgendwie nicht da sein. Ah, okay, so kann ich mir über die Karte scrollen. Bin schon dabei. Ja. Oh. Die Advent-Offiziere scheinen fähiger als die normalen Fußtruppen zu sein. Wir wissen aber nicht, ob es an der Ausbildung oder der Gedankenkontrolle liegt. Commander, wir haben die Chance, Ihnen richtig weh zu tun. Stellen Sie sicher, dass wir unseren Vorteil optimal nutzen, bevor Sie den Kampf eröffnen. Okay, gut. Bevor du durch eine offensive Handlung die Tarnung aufgibst, solltest du vielleicht Truppenmitglieder auf Feuerschutzpositionen bringen, um einen tödlichen Hinterhalt vorzubereiten. Das war das, was wir ganz am Anfang auch gesagt bekommen haben. Und dann kicken wir mal. Ah, man kriegt ja sogar angezeigt, wie weit man vorgehen rücken kann. Alles klar. Dann würde ich doch mal vorschlagen, dass der Kamerad mal hier hin. Schon dabei. Schon dabei. Frieda Bauer ist das. Gut. Gesagt, das macht mich hier immer noch. Dieser Twack hier, das ist. Naja, gut. Gehst du auch mal da? Ja. Wird bei ihr das immer nur angezeigt, weil sie die Kommandantin ist? Nicht weglaufen. Das ist eine das ist eine gute Pose hier. Na, da bist du ja richtig gut. Bin dabei. Bin dabei. Wir sind in der Nähe des Ziels. Ja. Okay, Sie sollten die Sicherheitsprotokolle dieses Dings hacken können, um es zu stabilisieren. Shen lädt gerade den Code hoch. Den Code hoch. An wen erinnert mich die Stimme? Madfog, moin. Guten Tag, der Herr. Du gehst mal dahin. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Sie war die Hackerin. Können eigentlich alle hacken? Ich gehe mal davon aus. Oder hoffe es. Achso, er kann noch weiter. Ich muss die ja irgendwie ausschalten.
das nur die zwei Soldaten, mache ich wahrscheinlich wieder zu viel Aufriss um die Mission. Kann sein. So. Gehst mal dahin. Befehl bestätigt. Du dann hier hin. Und ab geht's. Und ab geht's. Jane Kelly. Wo sind die? Da sind die. Ich hätte gern Deckung von vorne. Erste Mal dahin, Baby. Bestätigt. Rücke aus. So, und dann jetzt in Feuerschutz drei Stück und dann. Achso, ich kann mit der mich. Ah, okay. Dann gehst du auch hier hin. Und los geht's. Nein, nicht dahin! Mädchen. Mass Effect Shepard, daher kommt die Stimme. Ah! Jetzt bin ich. Daher kommt die Stimme bekannt vor. Glaube ich ja. Vielleicht auch noch von woanders. Ist das die Anzahl der Runden? Das heißt, ich muss jetzt eigentlich mich ein bisschen bewegen. So, das. Ich bleib mal bei WASD. Mit der Maus ist das alles. Oh. Bin ich entdeckt? Kann ich. Feuerschutz. Feuerschutz verborgen. Feuerschutz. Okay, machen wir das mal so. Und los geht's. Der hier hin, den da hin. Und du kriegst dann auch Feuerschutz. So. Ich hoffe, ich mache das richtig. So, Frieda. Die geile Frieda. Geht mal. Weiß ich nicht. Will ja nicht, dass. Du gibst auch mal. Feuerschutz verborgen. Die Posi ist nicht so. Na, wir können. Wir probieren einfach mal aus. Mir entgeht nichts. Ja, du bist voll gut. Ja, mir entgeht nichts. Ja, ich bin voll der Held im Zelt. So. Und mit dir ballern wir jetzt rum. Habe ich das so richtig verstanden? Bestätigt. So, einmal bewegen und mit dem nächsten Zug Waffe abfeuern. Ah, okay. Gut, Waffe abfeuern. Gut. Boom. 4 Schaden. Ja, natürlich. Zack, zack. Ja. Ziel eliminiert. Das ist auch das Erste, was Sie du bei der... unsere Position. Macht nix. Feuerschutz. Sehr geil. 3 Schaden. Ah, auch noch... Boah. Bauer hat versagt. Daneben eher noch... Ah, das ist ein schwieriger Schuss. Oh ja, sehr gut. Ah, geil. Neutralisiert. Ja. Beförderung verdient. Oh, schön. Die schießen zurück. Diese Einheiten bilden den Großteil der Advent-Truppen, mit denen wir zu tun haben. Sie sind diszipliniert und gut ausgerüstet, aber ihr Gehorsam macht sie berechenbar. Ich mag das. Ja. Gut, jetzt brauche ich ja Feuerschutz nicht mehr geben. Wird er dann deaktiviert? Ich glaube ja. Wow. Daneben. Schwerer Beschuss in dieser Zone. Okay. Oh, der ist aber hurtig. Sie sind einfach überall. Es sind nur 2 und wir sind zu 4, Mädchen. Mach dir mal nicht ins Hemd. Uns läuft die Zeit davon. Wenn wir den Wandler nicht bald stabilisieren, kehrt heute wohl niemand mehr zurück. Ja, kriegen wir es heim. Witch Machine, hi mein Lieber. So, warte mal, wenn ich jetzt Waffe abfeuern, kriege ich das? Ah, ich sehe aus meinem... Ah, das ist geil eigentlich. Ich mag das Spiel jetzt schon. Ich kriege jetzt angezeigt, was für eine Prozentchance ich habe. So, das heißt, wenn ich jetzt... Warte mal, was ist denn... Warte mal, so. Kommst du? Gehst du mal dahin? Verstanden, rücke aus! So, und dann feuern wir. Jetzt haben wir ja... Kuckuck! Advent, Advent! Waffe abfeuern. Abschuss! Zita! Sehr schön. Abschuss! Ja, sehr geil. Killgeil. Beförderung verdient. Oh, meine Frage. Heißt das, ich muss jetzt auch darauf achten, wer schon befördert werden kann? Und muss ich dann, frei nach dem Motto... Killgeil sein, um mehreren oder bei wenigen ausgesuchten Soldaten denen die XP zuschanzen, dass die Kills machen, also dass die dann schneller besser werden.
Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Bin unterwegs. Waffe abfeuern. Ah, 29%. Aber machen wir. Oder ich mache Feuerschutz. Kann ich zum nächsten wechseln? Ah, wenn du... Ah, okay. Jeder sollte einen haben. Ah, okay. Gut. Naja. Ich kann ja auch noch looten hier. Ach, es ist wieder alles so kompliziert. Kann... Ach, hier oben, ne? Nächster Soldat. Das heißt aber... Ah, okay, okay, okay. Die verliert jetzt aber nicht ihren Zug, oder? Hoffe ich doch. Ah, okay, geht also. Sehr schön. Sehr nice. Okay, verstanden. Das heißt, ich kann dann erstmal jeden Eimer bewegen. Ah, sehr schön. Ich rück aus. Rück mal aus, du. Was heißt das hier eigentlich? Hier ist die Kommandantin, Spezialistin. Frau Kelly. Rücke aus. So, dann könnte ich ja jetzt einfach mal probieren zu ballern, oder? Und einen dann den Feuerschutz geben, falls ich ihn nicht töten sollte. So, gut. Was haben wir hier noch? Nachladen. Splittergranate, Waffe abfeuern. 24%. Na dann. Komm, du kannst das. Du schaffst das, Mädchen. Jawohl, natürlich. 4 Schaden. Ach, übrigens, dieses proletenhafte Nachladen, ne? Das ist immer nur im Film. Lernst du auch als erstes bei der Bundeswehr, wenn du ein Magazin in eine Pistole einführst oder generell. Nicht dieses, wie es immer in den Filmen ist, so BAP, ne? So BANG, wie sie es immer machen. Das sieht zwar geil aus, kann allerdings dazu führen, dass Sachen verkanten. Deswegen macht man sowas nicht. Ganz normal Klack machen. So, Waffe abfeuern. Ah, komm. Sehr gut. Das geht doch. Ziel ausgeschaltet. Die hat einen Debuff mit der Raute. Okay, gut. Das heißt, Bob Sanders. Alle hopp. Bin auf dem Weg. Ja, bin auf dem Weg. Oh. Oh, scheiße, da sind noch Leute! Nein! Sie ähneln den Sektoiden, auf die wir erstmals während der Invasion trafen. Okay. Aber ihre Genstruktur enthält nun auch menschliche DNA. Sie aha, sind aha, stärker denn je und ihr psionisches Potenzial ist noch höher. Da war ich zu gierig, wa? So, was muss ich eigentlich machen? Stabilisiere den Advent-Energiewandler. Das ist das hier, ne? Kann das jeder machen? Also, ich würde gern... Ich rücke aus! Sanftes Einführen bei der Bundeswehr. Das hast du gesagt. Das war nicht ich. So. Ach so, muss ich jetzt hier drauf? Mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich hätte ich abspeichern sollen, ne? Vielleicht stirbst du jetzt, aber das ist egal. Ein bisschen Schwund ist immer. Du gehst mal in Deckung. Kannst du feuern, natürlich. Nur okay, weil er in Deckung ist, ne? Dann nehmen wir erstmal den einfacheren. Da ist ein Baum dazwischen, aber... Daneben, gut gemacht. Ja. Daneben! Ja, aber mit dem Pferdeschwanz. Ja, toll, echt, ey. Henrik nicht glücklich. Henrik nicht glücklich. So, wie weit kommen wir denn nach vorne hier? Verstanden, rück ab! Dann rück mal ab, du. Das ist keine große Chance, aber wir machen es trotzdem. Oder soll ich auch mal...
Ja, nimm das. Schaden 4. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Ja, dann... Ach, nachladen muss ich selber? Ach, du ahnst es nicht. Ist der Soldat... Oh, vielleicht... Oh. Das wäre jetzt sehr gewagt. Hat die dann Schussfeld? Ich habe ein bisschen Angst, dass er hier ein bisschen sehr, sehr... Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. In the open ist. Oh oh. Was macht er da? Bitte, was war das denn? Hallo? Hä? Die Toten finden keine Ruhe. Die Aliens können sie per Gedankenkontrolle steuern. Ja, Nekroman oder was? Bin ich bei Diablo? Bin ich falsch abgebogen? Ich brauche ein Medikit! Oh Gottes Willen. Kann man die Mission nochmal machen? Ja, ne? Hoffe ich doch. Oh. Na, ran und auswählen. Ja. Sie sind einfach überall! Also, diese Jungs... Commander, der Wandler steht kurz vor dem Zusammenbruch. Er wird explodieren. Nein, wird er nicht. So, du hier. Nachladen, hacken. Hacken. Ein Blick kann nicht schaden. Ein Blick kann nicht schaden. So, Systemüberbrückung. 100% garantiert. Hacken. Sehr gut. Nein, 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 nicht time to say goodbye. Nee, 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 nee. Hier mal nicht. Erfolg. Detonator entschärft. Sehr gut. Das war jetzt ja eine Aktion. Kann er sich jetzt noch bewegen oder schießen? Damit so gut gemacht. Kann er, gut. Die Werte normalisieren sich. Also. Zumindest fast. Firebrand ist auf dem Weg, aber gehen Sie kein Risiko ein. Schalten Sie vor der Evakuierung alle verbleibenden Feinde im Gebiet aus. Genau. No cap, kill all. Das ist eine sehr, sehr einfache und gute Lebensweisheit. Und Kevin, Grüße. Ich wollte gerade sagen, wenn du aus der Entfernung nicht triffst, hab ne? Hab ihn erwischt. Hab ihn erwischt. Munition ist gleich alle. Okay. Looten müssen wir auch noch. Aber ich glaube, den Nekromanen sollten wir auch noch töten, ne? Der Loot explodiert nächste Runde. Was die PC-Ente alles weiß. Ach so, stimmt. Das haben sie ja im Tutorial gesagt. Stimmt, dass die ja nur eine gewisse Zeit aktiv sind. So, ich würde... Ranger verfügen über einzigartige Ausrüstung für den Nahkampf. Ah. In der richtigen Situation können sie extrem effektiv sein. Bei Madame mit dem Nahkampf. Aber ich will jetzt looten. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Macht ihr das automatisch? Oh ja. Beute, schafft. Hm? Objekt gesichert. Hast du gut gemacht. Oh, 50%. Oh, dann... oder soll... Oh, ich bin nicht in Deckung. Warte mal, kann mal gucken. Wen haben wir denn hier noch in der Nähe? Da war Song. Dem geht's nicht mehr gut. Dem geht's gar nicht gut. Du könntest mal hier hin. Befehl bestätigt. Bin da gerade etwas... So, jetzt haben wir... Oh ja. Kriegst du... Wenn wir uns hierhin bewegen. Position bestätigt. Ist ja noch besser, oder? Ja, 78. Wir sind näher dran. Also. Frieda Bauer. Feuer frei. Was ist... Patronen sind alle. Dann triff genauer. Was heißt das hier? Ja, Beute wahrscheinlich. Das ist jetzt meine letzte Aktivität. Ich könnte versuchen zu schießen oder ich gehe in Deckung, weil wir sind hier ein bisschen in the open, ne? 50%ige Wahrscheinlichkeit ist so.
Ach, die ist gut. Die schafft das, oder? Risiko, natürlich. Komm. Mädchen. Einfach treffen. Geht doch. Man muss Vertrauen ins Personal haben. Reservemunition. Ach, wenn ich das Alien töte, dann stirbt er, ne? Ja, auf okay. Die Flanken achten, sie bewegen sich! Okay, das hat weh! Okay, gut. Sie wollen uns flankieren! Voll der Zombie, ne? Wow. Gut. Heilen die sich nachher wieder ganz normal auf, oder? Verstanden, bin unterwegs! Für dich. Ja, bingo. Meine Munition wird knapp. Ja, knapp heißt nicht alle. Ach ja, dann ist A. 1-5 Status bestätigt. Mission erfüllt. Okay. Geht sicherlich besser. Energiewandler Bergen abgeschlossen. Aber das war jetzt die erste Mission, die ich gemacht habe. Insofern. Man muss ja erstmal ein Feeling für das Spiel haben. Ne? Ich habe auch noch Granaten. Dumm. Verwundete Soldaten 2. Entschuldigung dafür. Getötet, aber keiner ausgezeichnet. Was ist das? Egal. Weiter. Einsatz abgeschlossen. So, Trefferquote 90%. Neuer Rekord. Yay. Es ist alles ein neuer Rekord. Rekrut Frieda Bauer. Durchschnittsschaden pro Angriff 4,1. Frieda Bauer. Im Schnitt getötete Feinde pro Runde. Was es hier alles gibt, ey. Kill to Death Ratio. Na ja, schon. Jane Kelly. Durchschnittlicher Deckungsbonus. Deckungsbonus sind mehr die Camper, ne? Ich weiß nicht, ob das toll ist. Na, egal. Cool, das Spiel ist lustig. Also für zwischendurch macht Laune. Finde ich gut. Vor allem keine Hektik. Yay, Party! Einige unserer Soldaten haben sich redlich verdiente Beförderungen erarbeitet, Commander. Und Shen wird vermutlich auch mit ihnen reden wollen. Schwer verwundet, schwer verwundet. Ach so, okay, ich verstehe. Dann sind die inaktiv. Nach einer die Zeit. 22 Tage. Das finde ich interessant, finde ich gut. Du wirst nicht befördert, weil du warst verwundet. Dich brauche ich nicht. Kannst dich erst ausruhen. Oh, voll unfair. Ich habe aber 2 Kills gemacht. Ist egal. Rekrut Bauer. Ja, wir sind nicht natürlich. Wenn das ist Sieger. Erstmal die Deutschen nach oben. So, befördern. Wie der Name schon sagt, greifen unsere Scharfschützen feindliche Ziele aus enormer Distanz und mit tödlicher Präzision an. Ja. Für den Fall eines Zusammenstoßes im Nahkampf sind sie außerdem im Umgang mit Pistolen geübt. Das ist eine Scharfschützin? Ist es das, was jemand, ich weiß nicht, wer das war, der vorher sagte, wenn man die befördert, kriegen die einen zufälligen Spezialisierung und Frieda ist dann die Scharfschütze wahrscheinlich jedes Mal. Okay, weitermachen. Neue Fähigkeit, Truppensicht. Du kannst Feinde in Sichtweite eines Truppenmitglieds anvisieren. Lange eine Sichtlinie zum Ziel besteht. Müssen wir ausprobieren. Okay, gut. Rühren. Ich kann die Soldaten umbenennen. Echt? Geht das? Okay, gucken wir mal. Ach, befördern wir dich dann auch mal. Spezialisten setzen auf dem Schlachtfeld Roboterdrohnen ein, die zu unserer fortschrittlichsten Ausrüstung gehören. Na dann. Diese können für den Kampf oder für medizinische Dienste ausgestattet medizinische werden. Dienste braucht kein Mensch. Ja? Private Bob Sanders, Spezialist, neue Fähigkeit, Hilfsprotokoll. Befiehlt dein Gremlin. Ich dachte, die soll man nicht. War das nicht füttern und nicht waschen? Egal. Sich zu einem verbündeten Ziel zu bewegen. Er gewährt diesem Ziel bis zum Beginn deiner nächsten Runde einen Bonus auf Verteidigung. Das heißt, wenn ich die Drohne zu jemandem hinschicke, hat er ein Def Plus. Okay. Die müssen noch repariert werden. Nö, müssen sie gar nicht. Wenn die verwundet sind. Ja. So, und die kann ich umbenennen, weitermachen. Spezialist. Okay. Hilfsprotokoll. Ach du liebe Schande, das ist erst Private. Corporal, Sergeant, Lieutenant, Captain, Major, Colonel, das sehe ich ja jetzt erst.
Und hier sind die Fähigkeiten. Ach so, hacken können sie aber alle. Okay, gut. Ach, dich kann ich trotzdem befördern. Und dann machen wir das. Grenadiere sind unsere Sprengstoff. Grenadiere! Sie setzen schwere Sprengkörper ein, ja! Wo immer wir sie brauchen. Sehr schön, ich verstehe das Konzept eines Grenadiers. Keine Angst. Brauchst du. Wow, ja, ich habe die größte. Ja, natürlich. Soldat befördert. Private Way Song, Grenadier. Granatenabfeuer. Der Grenadier benutzt einen Granatenwerfer, um Granaten abzufeuern. Deswegen heißt er auch Granatenwerfer und nicht Lolli. So. Statt sie zu werfen. Dies ermöglicht eine höhere Reichweite und Granatenkapazität. Okay. Hat er trotzdem noch seine Standardgranate? Ich weiß es nicht. Das ist mehr so der Tank. Das ist die Message. Na, wohl, mal gucken. So, das mehr kann ich nicht machen. Cool. Ich mag das Spiel. Ich gut, lustig. Weil ich rundenbasierend. Diese Gegenstände sollten uns in unserem Kampf gegen die Aliens behilflich sein. Okay. Haben Sie einen Moment Zeit, Commander? Ich habe einige interessante Dinge in Bezug auf das Implantat herausgefunden, das wir aus Ihnen herausgeholt haben. Mach einen Termin bei meiner Sekretärin. Sie heißt Pirademaus oder Petra.